And my heart will go on. Why does a heart go on? Near, far, wherever you are. Oh, da seid ihr ja wieder. So ein Zufall. Wir machen weiter mit Let's Play. Let's Play Salt and Sang Song. Song Salt and Song Cube. Hey, waren wir hier schon? Ja, da sind wir hergekommen. Wir gehen den ganzen Weg zurück zu Bereichen, wo wir keine EP bekommen. Damit herzlich willkommen zum vierten Teil. Aber Sunken zurück. Keep. Ah. Das haben wieder alle Feinde getriggert wahrscheinlich, die hier sind. Nein, das macht gar keinen Sinn, was du sagst. Ja, alles, was ich sage, ergibt Sinn. Das sagt schon meine Mutter und dem muss es ja voll Sinn. Lalalalala. Jetzt gehen wir zum Boss, ohne zu wissen, wo der Boss nur ist. Mal lasse den Dom in Kölle, denn da gehört er hin. Zwei, drei, vier. Wohl soll er woanders, das hat ja keinen Sinn. Keinen Sinn. Ja, springe mal hier den Weg hoch. Der und gucken, wo's lang geht. Da waren wir doch eben schon. Das bringt ja gar nichts mehr. So. Jetzt müssen wir nach Unne. Unne links. Da ist der Boss. Hi. Der Herr Eder. Der Kleptomane. Hast du früher auch die Meister bei Eder und sein Pummel? Ja, klar. Schallplatten auch? Ich bin in mein Bett! Was willst du, Frechheitsmärkte? Ich hau dir gleich. Oh! Ja? Aber wo ist denn meine Oh, sehr gut. Guter Sprung. Ich bin tot. Wiederbelebe mich. Ja, ich gehe hoch. Es ist nämlich deine Schuld, dass ich gestorben bin. Kannst du das nochmal verschriftlichen? Aber ich will doch in meine Stiftschaukel! Wenn du nicht sofort aufpasst, rützt dir gleich mal Pumuckl, wenn du jetzt nochmal der Klebstoff anrührst. Meister Eder, mit wem sprechen Sie denn da? Ich schieb jetzt kurz mal den Klebstoff hier runter, wer da setzt sich der Meister Eder so bestimmt frech? Gleich rein. Nein, ich komm's bisschen andermal wieder. Dann werde ich Ihren Stuhl ganz sicher fertig hergerichtet haben. Der Rützenhürtel. Der Eder. Der Pumuckl ist ein frecher Geselle. Also ich war heute bei Meister Eder, irgendwas stimmt da nicht. Da sind wir völlig falsch. Ja. Warum holen wir denn eigentlich meine Seele nicht zurück? Weil du doch selber nicht weißt, wo sie sind. Dafür ja, aber da, wo du runtergesprungen bist. Ring aufziehen. Ich bleib hier oben. Ich hole ein paar EP. Irgendwann. Kannst du dich nicht mal... Skelette, die sich transformieren können. Ey, jetzt komm doch mal hoch. Es geht doch um meine Seele, nicht um dich. Hol doch mal den Ring. Zieh den Ring mal auf. Dann wissen wir nämlich genau, wo deine Seelen sind. Das ist eine gute Idee. Welcher ist das? Ja, ich bin übrigens tot. Schön. Kannst du bitte mal eben oben rechts ins Schabuff gehen? Was ist das denn hier? Was war das denn? Wir sind mit interaktiver Unterhaltung aus der Regie gearbeitet hier. Das ist ja toll. Kannst du da unten mal meine Seelen bitte holen? Kann ich jetzt erstmal den Ring aufwählen? Ich kann doch nicht alle deine Wünsche gleichzeitig erfüllen. Ring. Doch. Welches ist der salzsuchende Ring? Der, wo das steht. Wieso hast du den nicht? Weil du mir nie was. Du hast mir nicht gekauft, du hast gespart. Nie gibst du mir was ab von den Sachen, die du findest. Was soll ich denn jetzt machen? Du hast in Egoismus investiert. Was soll ich denn machen? Erstmal holst du mich jetzt wieder. Wie denn? Da, rechts. Da. So, vielen Dank auch fürs Gespräch. So, weiter geht's. Zurück, Seelen holen. Jetzt, pass mal auf. Ich zieh jetzt diesen Ring auf. Diesen sagenumwobenen. Na, Salz. TKKG. Hui! Tatsan, Karl und Löschen. Und Gabi, die Pfote. Da, ja, da sind die. Wir sind die Ollen vier. Gabi ist die Kurtisane. Kurtisane. Tatsan ist der Kopf des Ganzen. Karl ist schnell die Fakten tanzen. Klößchen hat die Gabi lieb. Oder so. Klößchen hat das größte Glied. Klößchen hat das dickste Glied. Däm, däm, däm. Pfote hat die Gabi lieb. Schnickschnack. Zote. Who the fuck is Zote? Pfote. Gabi heißt Gabi. Gabi ist doch die Pfote, oder? Gabi die Pfote. Gabi, Tarzan, Klößchen und Karl befanden sich auf einem Jahrmarkt. Sie hatten ihr Taschengeld zusammengenommen, um sich eine Fahrt in der Achterbahn zu leisten. Als Tarzan plötzlich angerempelt wurde. Hey, pass doch auf, du Rüpeljunge! Hey, mal ganz ruhig. Ist das dein Fahrrad hier, oder was? Ja, und?
Das nehmen wir mit. Aha. Da kriegen wir gutes Geld auf dem Polenmarkt. Das glaube ich aber nicht. Pass auf! Was willst du, Junge, schon erreichen? Pass auf, Tarzan! Er hat ein Messer! Ja, und damit gebe ich dir jetzt hier. Zack. Okay. Aua, Mensch, mein verdammt Arm! So, das sollte dir eine Lehre sein. Und jetzt lässt du mal schön das Messer fallen. Ja, ich lass doch los! So, und jetzt machst du nicht mal davon. Sonst kommt der Kommissar, okay? Ich will dich hier nicht mehr sehen. Du bist so mutig. Dein Judo hat wieder geholfen, Tarzan. Ja, ich sag's doch immer. Mit Gewalt geht alles ein bisschen leichter. Nein! Wo bin ich denn? Geistvolle. Ich sehe mich nicht. Ich weiß auch nicht, du bist da wo... Wo denn? Nein! Good job, Paraba. You can go on to the next stage now. Salz. Gut, dass ich den Ring noch aufhabe. Bibi Blocksberg, du kleine Kackfass. Komm und zeig uns, was du kannst. In der Schule wird nicht gezaubert. Deine Streiche, wie du hackst, wie du lachst, wie du tanzt. Komm zu uns, Bibi Blocksberg, sei unser Freund, Bibi Blocksberg. Was du heute wieder machst. Ding, 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 ding. Holt bitte eure Klassenhefte raus. Oh, wieder Hausaufgaben. Enemin, 1, 2, 3, bring die Hausaufgaben hier herbei. Hex, Hex. Moment. Kling, kling, klang, klang. Oh, Bibi, du hast aber ja sehr gut die Hausaufgaben gemacht. Die Seiten in deinem Heft waren doch eben noch leer. Nein, das stimmt nicht. Da haben sie bestimmt in das Heft von meinem Bruder Boris geguckt. Sag bitte deinen Eltern, dass ich sie nach der Sprechstunde sprechen möchte. Aber wieso denn nicht in der Sprechstunde? Nicht so frech, du... Gute Nachricht, liebe Kinder. Wir machen einen Ausflug in den Zoo zu Benjamin Blümchen, dem schwulen Elefanten. Wieso hassen mich alle Kinder? Weil du ein depressiver, fetter Elefant bist, halt die Fresse. Nur Otto, der Versager, mag dich. Aber... Ich bin tot. Wiederbelebe mich. Ich hole erst die Seelen. Wiederbelebe mich! Ich hole erst die Seelen. So. Wiederbelebe mich! Pass auf hier. Pass auf, jetzt. Lamini! Belebe mich wieder! Oh, hier ist das Skelett! Wie gut ich... Das ist der Todesabgrund, ne? Das ist aber der lebende Abgrund. Weil wir den überlebt haben. So. Wir wissen überhaupt gar nicht mehr, wo wir hinwollen. Das ist doch alles verrückt hier. Ist doch ein... Session des... John Sinclair war auf dem Weg zu einer Militärbasis, als er ein auffälliges Auto am Straßenrand bemerkte. Das ist doch Dr. Tods Ferrari der Hölle. Das kann doch gar nicht sein. Zuko. John Sinclair stieg aus dem Wagen und inspizierte das Auto, das am Seitenrand parkte, ganz genau. Verdächtig. Kein Insasse, aber Blutspuren am Fahrersitz. Durch seine jahrelange Ausbildung beim Militär konnte er sofort erkennen, dass es sich hierbei nicht um einen Unfall handelte. Wenn es sich um einen Unfall handeln würde, dann könnte man den Rost ablecken. Nein, es bleibt fest. Ich leck noch mal dran zur Sicherheit. John Sinclair fand Gefallen am Geschmack des Rostes. Und er wurde zu einem... Eisenmann. Sollen wir echt zum Boss gehen? Ist das die Lösung unserer Probleme? Nee, aber ist doch alles scheißegal. Aber wir haben doch gar keinen Alternativweg. Nee, aber ich habe schon wieder 7000 Seelen, die ich ihm in den Rachen schmeiße. Ja, ich auch. Ich hätte Seelen abzugeben. Wer möchte Seelen haben? Ja gut, dann machen wir es halt, aber... Ja, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, die Geschichte der schlechten Idee, das ist eine... Es ist die beste. Komm, wir hauen ihn. Denk mal dran, jetzt, wenn er schießt, den umzubringen. Ja, oder geil zu rollen, weißt du? Oder drüber zu springen. Oder drüber zu springen. Wer springt und wer rollt, ich springe. Ich bin hinter ihm. Oh, hinter. Wenn man. Ich nehme alles zurück. Ich bin hinter ihm. Boah. Ich heile. Nein, du bist weg. Wir sollten genau immer so weg. Abwechseln. Oh ja, geil. Oh, falsche Taste, ich will dich heilen. Ich heile uns. Geht nicht. Weg, 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 weg. Ich bin tot. Aus dem Raum. Ich kann nicht mehr. Ich lebe noch. Wir haben ihn ja fast gar nichts abgenommen. Ah, das erinnert mich an mein Sportprojekt 2015. Aber man kann ihn aber interrupten. Genau. Lebe. Ah, sehr gut. Also wenn er die... Ja, der... Ich wollte gerade sagen, wenn er die macht, ist nicht so schlimm.
Ich nehme alles zurück und sage, wenn er die macht, ist es besonders schlimm. Okay. Wie war das nochmal mit der Abkürzung zum Boss? Wir haben ja ein wie welche Abkürzung? Ne, der Weg, den wir jetzt... You know? Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Apropos schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein. Doch das Leben bietet so viel mehr. Du bist auf eine beunruhigende Art und Weise textsicher. Dieser Weg. WM 2006, Alter. Xavier Naidoo. Das ist wie David Hasselhoff und die Mauer. Das ist eine Fusion von Musik und Ereignis. Wo gehst du denn jetzt schon wieder? Ich weiß nicht, ich dachte, du wüsstest. Ja, aber wir müssen noch da. Hier, da kommen wir doch nicht rüber. Da, aber hä? Da geht's nee, doch lang. Nee, aber da kommen wir doch nicht her. Ja, aber da geht's bei. Dabei. Ja, dann mach du. Ja, aber wie haben wir das denn die ganze Zeit gemacht? Wir sind woanders hergegangen. Ich glaube, wir sind einen tiefer gegangen. Und dann hoch. Hier. Bei den Kolossweinchen. Sag ich doch, hier. Übrigens, den Schuss von dem Typen, ja, ne? Vom Boss, den kannst du interrupten, meine ich. Also halt unterbrechen, wenn du ihn schlägst. Ja. Da muss er natürlich erstmal rankommen, ne, in der Zwischenzeit. Ach, wie das Skelett-Time, wo ich gerade die Scherbe mir reingepfiffen habe. Ah, dreckig. Ah. Willst du heilen? Sonst bin ich gleich tot hier bei dir. Ja, ja, warte, sag doch, das ist doch, was ihr sagt. Guck mal, die werden auch noch nicht getriggert jetzt, ne? Erst wenn man da oben hinhüpft. Jetzt. Ja. Wie du das sehr gut gemacht hast. Oh. Batz. Ach, Mann! Guck mal, die vertragen jetzt aber viel weniger. Ja. Und wir halten unsere Waffen. Was? Wo kommt das denn her? Ich weiß nicht, aber deine Waffe liegt da noch. Soll ich die zurückholen oder gehen wir zum... Ja, hol mich zurück. Ja, dann gehen wir eh zum Boss. Ja, aber bei Bossy machst du das doch eh nicht. Nee, da ist eigentlich keine Zeit. Hast du ja nicht unrecht. Ich nehme schon mal den lilienroten Wein. Was bringt der denn? Der bringt Lebensenergie in dem Moment, wo man stirbt. Also davor. Hm? Ist egal. Den habe ich doch auch. Das ist der Trank, mit dem wir... teilen. Also du sagst, hopp. Hab ich nicht, aber ja. Okay, komm. Also, Schuss triggern. Ja. Vielleicht irgendwie so ein Pfeil auf die... Oh, doch nicht. Okay, heilen. Ja, warte. Ach, Heilen. Ausweichen. Weit weg von zu ihm hin. Und drauf. Weg. Heilen. Okay, ich Scheiße. Wir haben schon die Hälfte. Sehr gut. Sehr gut gerollt. Weg. Ja, ich gehe auf die andere Seite. Na, Mist, ich bin tot. Oh. Aber du bist noch nicht tot. Oh, was? Ja. Scheiße. Oh. Okay. Ist aber hinzukriegen. Das mit den Schüssen, ne? Das, sag doch mal einer, dass wir nichts lernen können. Ja, war. Jetzt habe ich auch das Gefühl gehabt, da ist. Haben sich was bei gedacht. Ist früher. Da sind Possibilities. Ich muss 5 Minuten früher weg, weil ich muss direkt rüber. Was? In die nächste Live-Sendung. Die machen mich heute platt. Die haben sich einfach gesagt, weißt du was? Simon und Buddy sind nicht da die Woche. Ja. Dann mach ich einfach in Eddie und Nils platt. Ja. Einfach gesagt. Was ist denn gleich wieder Bundesliga? Nee. Ja, 2 Stunden EM-Studio. Echt? Ehrlich gesagt, ich freue mich drauf, aber 2 Stunden für 3 Partien, ich könnte mir vorstellen, dass ich weiter singen werde. Ja gut, aber das kriegen wir beim Öffentlichen nur auch. Aber wenn ich den Ralf zum Singen kriege, dann wäre das auch schon ein kleiner Erfolg, muss ich sagen. So. Ich glaube, das wäre für alle Beteiligten ein sehr schöner Höhepunkt des heutigen. Ja, na Mann! Ich dachte, es wäre der Stagger-Time. It's Stagger Time. Aber hast du auch das Gefühl, dass es jetzt wesentlich besser geht mit den Steinbooten? Ja. Nee? Ja, doch. Ja, es muss ja einen Grund geben, warum wir nicht so häufig sterben. Stimmt schon. Ja, komm ruhig. Ach, ich wollte ihn parryen. Ja. Oh, im letzten Moment.
Habe ich mal wieder, ne? Du hast schon wieder irgendeinen Quatsch gemacht. Ich habe den Sprung gerade gemacht. Ich bin noch durch die Luft gesprungen. Mein Hammer hat gerade die Hexe zerbrochen. Meiner hat auch noch das Blut dran. Ich bin von ihr, ich bin in dem Moment runter, hier so. Bam! Nee, da doch, kam mein Hammer doch. Von oh. Oh, warte, liegt doch. Halt, sammel doch das Item da unten. Warte, halt, stopp. Erstmal, first. So. Schockstein. All das muss verschmockt sein. Diese dämlichen. Jetzt lass mal ganz kurz einmal bitte. Also ein bußfertiger Mann. Ich werde jetzt mal die gesegnete Waffe benutzen. Was ist Pestmut? Ach, das war Giftschaden. Ja, aber ich glaube Pestmut. Halt, geh noch nicht rein, bitte. Ich muss noch den Salz und den Ring gegen einen sinnvolleren, nämlich gegen das Plattenband, austauschen. Wir wissen ja leider, wo unser Salz ist. So, und dann gehe ich rein und dann wird sofort. Ich habe Pestmut jetzt auf meinem Ding. Und ich habe jetzt gerade magische. Weg. Mach's. Ach komm! Ja, weil du ja, ich konnte doch nicht mehr rollen! Es ging doch nicht, weil mein Stamina-Balken am Ende war! Mann! Also die Bosse wären auch für mich einfacher, wenn du nicht immer schon beim ersten Schlag tot wärst. So, das zieht sich jetzt wirklich wie ein roter. Nee, Colin, weißt du, ich mag dich sehr. Wie ein roter Faden aus dem guten Freund. Unter guten Freunden kann man sich auch mal kritisieren. So, und du bist, das wäre mir neu. Und du bist echt ein mieses Schwein. Jetzt bin ich gespannt. So. Ja. Gut, dann stelle ich mich jetzt so, auf die Ecke. Ich wollte dir das schon immer sagen. Auf deiner Hochzeit wollte ich dir das sagen. Auf meiner Hochzeit wollte ich dir das sagen. Bei der Geburt unserer gemeinsamen Kinder wollte ich dir das sagen. Du bist ein mieses Schwein. Und es ist mir aufgefallen bei Salt and Sanctuary. Ich hatte die Vermutung schon lange, aber jetzt habe ich die Gewissheit. Ich weiß. Jetzt habe ich die Gewissheit. Hier, guck, wer bremst wieder ab? Keiner. Oh, wer hat den Todeshieb gemacht? In meinem Holz ist eine Kerbe. So. Ich glaube, du unterschätzt auch manchmal die Reichweite von meinem Superhammer. Der reicht halt über einen halben Bildschirm. Und jedes Mal denkst du, das ist von dir. Dabei ist es einfach... Wir gucken jetzt mal ganz genau hin, wer hier hochgeht. Ja, einmal die Hexe schlägt, zweimal die Hexe schlägt. Oh, so. Wer hat denn gerade mit seinem Hiebstichschwert ja, den jetzt war es eine gemeinschaftliche Arbeit. Das ist schon genau gemeinsam. Das, was ich die ganze Zeit einklage. So, du wirst gleich wehklagen, mein Lieber. Pass mal auf jetzt hier. Ich nehme erst noch mal eine rote Scherbe. Bäm. Mein Lieber, ich kann. Dann werde ich mich vorbereiten auf die gesegnete Waffe. Hm? So, ich werde es jetzt... Und achte jetzt mal drauf, wenn er nach oben schießt, ja. Weit weg. Ja. Weil er nur im Nahbereich. Das ist eine Sache, die man sich merken muss bei dem Boss. Jetzt pass auf. Aber das ist weit weg. Ja, ich bin sehr weit weg. Jetzt leider nicht. Boah, da hat er mich aus Close. Ist du tot? Warte. Ja. Ich bin leider tot. Ich versuche. Du kannst natürlich nicht gleichzeitig laufen und gleichzeitig versuchen, oben das Item auszuwählen, mit dem man jemanden zurückholt. Das ist natürlich. Das kannst du ja nicht im Pausenmenü machen, weißt du? Aber bei weit weg, ich war ja tot, deshalb konnte ich direkt hingucken. Bei weit weg bist du zu ihm hin und durch ihn durchgerollt. Soll ich dir sagen, warum? Weil der Level links zu Ende war. Nee, bitte sag's mir nicht. Ich will nicht. Können wir jetzt einfach mal durchlaufen und dieses Kruppzeug. Ja, dann komm doch einfach mal hier. Wieso musst du immer da lang? Wir können hier einfach runterspringen, so. Ah, beide fast tot. Nee, eben nicht. Bist du schon wieder? Das gibt's doch nicht. Sag mal, bist du aus Glas? Wir können hier runterspringen, wir springen hier nicht runter. Wir laufen rechts runter und gehen den konventionellen Weg. Das ist echt anstrengend. Wenn du auch nur halb so gut wärst wie ich. Dann hätte ich hier. Dann wären wir bestimmt schon beim zweiten Boss. Dann hätte ich hier einen richtig geilen Partner sitzen. Ich pass mal auf, ich werde gleich ganz wunderbar, wenn du weg bist im EM-Studio. Ich muss jetzt auch gerade gehen. Nee, du eine musst Chance. Nicht gehen, du bleibst jetzt hier. So, komm. Du bleibst jetzt hier und dann schauen wir mal. So, darf ich mal was vorschlagen? Hier links runter. Dann fall du runter und ich komme zu dir. Das ist, ist das der sagenumwobene Sicherheitsschutz. Spring du mal da runter, du wirst sehen, es wird gehen. Nee. Ich war ja doch direkt tot danach eben. Das ist die mieseste Beweisführung vor Gericht, die ich je gehört habe. Sehen Sie, ich kann es nicht gewesen sein. Der Handschuh passt perfekt.
So, guck mal hier. Und jetzt? So, jetzt gehen wir einfach hier weiter. Einfach weiter. Mein Reden. Hopp. Hier einfach durch. So. Oh. Alter, was machst du? Dich retten, wie immer. Ich, in meiner Welt nennt man das... den Bildschirm verbergen, verdecken Hype. Geht's jetzt extra langsam zurück. Ja, weißt du, ich will den Moonwalk, ne? Ich weiß, ja, hab ich kapiert, das Bilderrätsel. Hagenbecks Höhle stand da gerade. Jetzt auch ohne Haare. Ja, aber ich komme sofort. Die können ja auch mal eine Minute über Fußball ohne mich reden. Ich habe noch Zeit. Ja. Ja, ich dachte schon wieder, ich bin Gott. Ach so, den machen wir plötzlich nicht. Ja, sicher, wir rollen jetzt durch. Du hast keine Zeit mehr. Na gut, lassen wir uns von hinten von dem aufspießen. Das ist eine super gute Idee, Colin. Komm zu mir, ja. Mach einfach Pause und komm zu mir. Jetzt bin ich tot. Das ist eine super Idee, da einfach durchzulaufen. Kennt man ja auch von Dark Souls. Super Idee. Run straight through. Da war ein Schild Gegnern. Und die haben noch nie gelogen. Jetzt kommt die Miriam schon. Mhm. Können wir noch einen machen? Ja, wenn wir es mal zum Gegner schaffen würden, hätten wir schon zwei machen können. Willst du jetzt auf dem Weg alles befrieden, was da... Nein, okay. Aber die, wo es sinnvoll ist, die hier können wir auslassen oder auch umbringen, ist egal. Das kostet kaum Zeit, dann gehen wir hier lang. Hier weiter, weiter, hier weiter. Den hier nicht. Gehen wir vorbei. Den mitnehmen. Den springen wir drüber. Ich muss den hier unten jetzt doch mich mit beschäftigen. So, so auch nicht fertig. An dem kommen wir vorbei. Vorbei, hier vorbei, hier bitte vorbei. So, hier werden wir kämpfen müssen. Dann bringen wir uns drüben in Teufels Küche. Oh, bist du etwa tot? Ich werde die letzten Minuten schweigend neben dir sitzen. Verdammt! So, da haben wir aber auch einen geilen Cliffhanger eigentlich fürs nächste Mal. Mhm. Ich muss jetzt gehen, ich muss jetzt wirklich alleine, also kannst du ja überlegen, was noch drei Minuten lang ist. Ich geh jetzt mal alleine zum Boss und guck mal, was du da noch machst. Nee, warte, ich komm mit. Du hast doch keine Zeit mehr. Ja, du bist doch weg. Es sind doch die gleichen Zuschauer. Ist ja jetzt nicht so, als ob das jetzt irgendwie... Stimmt, die schalten ja nicht um. Oh, verdammt. Schade, dass der Etienne heute nicht im Innenstudio ist. Wenn ich doch nur wüsste, was er macht. So. Da ist noch ein Bodenskelett am Start. Ich raste es. So, den müssen wir killen. Ja gut, dann jetzt komm. So. Ja, Kraft doppeltes Herz. Geistvolle Wundversorger incoming. Ja. Und hopp. Erst unten. Ah, jetzt ist es schon getriggert. Wer war das wieder? Also ich war unten. Sehr gut. Da. Den können wir eigentlich uns auch... Egal. So, und jetzt machen wir noch einmal Johnny Pistolero und dann ist auch... So, dann jetzt noch mal einmal kurz in das Du immer mit Ja, lass mich doch mal kurz meine gesegnete Waffe auswählen. So. So, lass ihn erstmal kommen. Mhm. Er muss was leisten. Und rollen. Nee, weg, weg, weg. Guck, kann er gar nichts machen. Lass ihn kommen. Wir wollen ja auch, dass er in die Mitte kommt. Jetzt hauen wir ihn. Na, war fast gut. Ja, war schon Ansatz. Das ist nämlich eine Schrotflinte. Du meinst, sie hat nur gar... Die ist, von nahen ist die scheiße, aber von weitem kann die gar nicht. Aber die hat ja ordentlich was wegge...
Das ist auch gut. You're witnessing skill, my baby. Aber trotzdem, denk an deine Lebensenergie. Nicht mehr genug Stamina zum Wegrollen. Aber der geht. Der geht? Ja, nächstes Mal geht er ins Jenseits. Aber sowas geht. Geht ja sonst auch gar nicht, ne? War gar nicht so schlecht, nee. Aber eine Rolle mehr und ich hätte es noch geschafft, hätte ja, ich mich gehalten, hätte ich einen Pakt gemacht. Manchmal liegt es an einer Rolle. Tschüss, Colin. Tschüss, es war eine Riesenfreude. Ich habe noch nice, du auch. Schweiß? Nice? Schweiß, nice, heilen Hunde. Gut, ich muss leider das Studio wechseln. Ihr werdet nie erraten, wo ich als nächstes bin. Tschüss. Es war ein Riesenspaß. Ja, dann schauen wir doch einfach mal. Die letzte, was steht da? Jetzt komme ich hier natürlich nicht. Ach komm, ich laufe einfach nochmal zum Bossgegner hin. Was machst du? Zeigst du dem Publikum zum Abschied deinen Hintern? Ja, sicher war die Kamera noch an. So, und wir metzen einfach noch ein bisschen uns dahin hier, ein bisschen vorwärts. Wir haben ja noch solide 48 Sekunden gemeinsam hier zu machen, während der Eddie die extra mal geht, um heute mal richtig was zu tun für sein Gehalt. Das finde ich ganz hochgradig anständig von ihm. Und wir können eigentlich noch mal hier kommen. Ja, komm halt. Ja, ich höre dich. Ich kann abgeben. Oh, das ist ja toll. Dann gebe ich ab. Tschüss. War ein Riesenspaß heute wieder. Bis zum nächsten Mal. Salt and Sanctuary. Jetzt viel Spaß mit den EM-Dudes hier und Fußball. Ne? Bis später.